So, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Viktor Fran. Zuletzt haben wir ja versucht, Irene zu finden. Das war ja unser Ziel. Wir haben jetzt auch den Teufelsschlund gemacht als Level. Und ich wollte mir jetzt als nächstes den Witwenschlund angucken, oder die Witwenschlucht. Wie gesagt, habe ich ja aufgehört bei der letzten Aufnahme. Und wir starten dann immer in unseren Hub. Das haben wir jetzt hier. Hier gibt es irgendjemanden, der was erzählen möchte? Oder... Oh, zurück. Genau, die wollen ja nur verkaufen. Und der Ender hat irgendwas zu labern. Deswegen spreche ich gleich mal mit dem. Vergiss Irene. Die war dem Untergang geweiht, sobald sie einen Fuß in dieses verfluchte Land gesetzt hatte. Ihr schöner Leib ist jetzt nichts weiter als Wurmfutter. Ich habe sie gewarnt und jetzt warne ich dich. Gehe nicht in die Dunkelheit. Aber nun, wie kann ich dir bei diesem närrischen Unterfangen helfen? Mit neuen geilen Waffen. Aber ich glaube, wir haben eh nicht so viel, oder? 43.000 ist nicht so viel. Achso, wir können ja auch mal ein bisschen was verkaufen, wenn wir jetzt eh mal hier sind. Was hat er denn Schönes an Waffen? $27,55. Aber keine Besonderheit. Genau, die sind alle schlechter dann. Das Schwert ist... Ach nee, es ist ja ein Rapier-Degen. Und eigentlich alles schlechter. Gut, dann können wir auch ein bisschen was verkaufen. Wie war denn das? Achso, so. Okay. Noch ein paar Steuerungsprobleme. Ich weiß auch schon warum. So, okay. $27,51, dann können wir das ja hier verkaufen. Jetzt ist es natürlich auch ziemlich ruhig jetzt erstmal. Also wir haben jetzt noch ein bisschen Ruhezeit, um zu gucken, was brauchen wir eigentlich, was brauchen wir nicht. Sogar ein gelber Hammer. Die scheinen wahrscheinlich noch besser zu sein als die normalen Dinger. Der Rapier hat auch keinen schlechten. Na komm, die gelben Sachen kann man ja wenigstens mal lassen. Blitzgewehr. Und das ist auch ein Blitzgewehr? Blitzgewehr. 46,62. Hätte mehr XP gebracht, aber wir spielen ja sowieso ein bisschen... wiederholt und da ist es dann auch egal. Komm weg damit. Einfach zu viel, um das immer ständig zu vergleichen. Wir erreichen noch bald wieder eine neue Stufe. Gucken. Aha, bei Stufe 20 kriegen wir sozusagen hier einen Schicksalskartenplatz. Und das schaltet sich bei Stufe 14 frei. Nee.
wieso nicht? Das ist alles ein bisschen sehr... Alles so kompliziert, viel zu viel Zaubertricks. Das ist doch kein Mensch mehr durch am Ende. Ich bin jetzt mit meiner Giftwolke zufrieden. Hier haben wir auch voll Schicksalspunkte schon eingesetzt. Wir haben ja plus 10 frei. Ich weiß gar nicht, ob es dann irgendwann mal mehr gibt, würde ich denke mal schon. So. Okay, wir wollten jetzt weiter. Man sieht schon, wir haben viele, viele Witwenmine. Ah, die Witwenmine wollte ich mir angucken. Ruinen des Wachtums. Komm, bin ich jetzt hier nicht hingekommen? Königliche Krypta, ja, das hat man ja schon. Die Jagdgründe, war das hier das Level? Ich glaube ja. Du suchst nach deiner leckeren kleinen Freundin? Oh, das ist ja so süß. Ich werde dir helfen, dein Püppchen zu finden. Okay, habe ich noch nicht so ganz den Dings raus. Wir haben ein neues Level erreicht. Das war ja eigentlich mein Hauptziel. 300 plus 300 Lebensenergie. Herzlichen Glückwunsch, deine Lebensenergie ist angestiegen. Das ist ganz. Und wir können uns eine neue Karte aussuchen. Ja, eigentlich alle Kacke. So. Entscheidungen, Entscheidungen. Wo geht es jetzt lang? Wenn du dich dazu entscheidest, die Straße nach Westen zu nehmen, dann grüß mir den Henker, ja? Konnte schon eine Weile nicht mehr mit abhängen. Den Henker besuchen wir jetzt gerade, oder wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Westen. Gucken wir weit mal durch.
dann viel bezahlt. Ich weiß gar nicht, ob wir uns bei uns irgendwelche Flüche jetzt aktiviert hatten. Wie war denn das? Ich glaube, hier konnte man dann die Flüche genau. Ich glaube, wir haben jetzt gerade keinen aktiv. Genau, da haben wir wenigstens schon eh schnell. Ja, mal gucken. Ich gehe erstmal zur Witzenschlucht und gucken, ob da irgendwas verlangt wird. Ups. Haben wir schon gefällt hier den blöden Diamanten. Das Blitzgewehr, okay. Was war hier? Hier war glaube ich die Teufelsschlund. Teufelsschlund, genau. Den hat. So, okay. Ich glaube, jetzt haben wir unsere Ruhe erstmal. Die Witwenmine, genau, die würde mich mal interessieren. So, erschlage Monster mit Fluchhartnäckigkeit. Fluchhartnäckigkeit. Monster halten und Regeneration. Mhm. Aktiv. Mist, ich habe die falsche Taste gedrückt. Können wir die... Achso, wir können sie eh noch verlassen. Das tut mir leid. Da bin ich noch nicht so ganz drin. So. Aktivieren. So, dann haben wir nämlich auch die Quest mit drin. Da kriegen wir auch in irgendeine Kiste, wo was drin ist. Schlage Monster innerhalb von 240 Sekunden. Ich meine, wenn ich dann die normal spiele, dann kann ich das natürlich danach noch immer noch mitmachen. Wie konnte Zagoravia zu einer Falle für Jäger werden? Wie? Was hat sie alle davon abgehalten, die Stadt zu verlassen? Keiner von ihnen ist zurückgekehrt. So viele Fragen. Vampirblut. Das hatte ich schon mal irgendwo gelesen. Hier gibt es noch mehr Gegner. Kommen wir aber leider jetzt nicht durch. Da ist irgendwie ein Stein davor. Champion Schnitter. Ja, braucht ordentlich Power. Oh, und
zu langsam. Egal, das gucken wir uns dann irgendwann mal nochmal an. So, hier sind noch ein paar Gegner. Ein weiterer toter Jäger. Die Falle ist nur zu effektiv. Nur wenige von uns sind noch am Leben. Unser Orden wurde nahezu gänzlich zerstört. Weg. Der sprengt jetzt was. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn ich das mit einem Effekt genommen hätte. Die schicken eine Eidechsen raus. Die Pest. Achso, die Essenz der Pestilenz. Okay. Kennt man ja schon. Wenn wir mal eine giftige Wolke werden. Die Zeitherausforderung. Ups. Die konnte ich leider nicht schaffen. Ups. So, mal kurz heilen. Ah, doch, die Herausforderung der Hartnäckigkeit haben wir geschafft. Effizientes Rapier-Dings. Ja, 120 Sekunden, das haben wir natürlich, 240 Sekunden, das haben wir nicht schaffen. Nicht weiter schlimm. Einerseits werde ich mal hier diesen Ding der Hartnäckigkeit mal kurz entfernen, weil das haben wir schon geschafft. Gibt man das hier nochmal, dass man sich das hier nochmal anzeigen lassen kann, was man schaffen muss. Und Quests. Okay, wir haben. Finde 5 Geheimnisse, bringt uns was Geld. Schlagen das Felsen mit Nahkampfattacken. Okay, erschlage Phantomen mit der Waffe Hammer. Achso, na gut, das machen wir eh nicht. Das machen wir dann, wenn wir wirklich mal Lust dazu haben. Scheint so eine Art Labyrinth zu sein. Hier geht's auch nicht weiter. Danger, keep out. Naja.
Heißt ja nicht umsonst die Witwenmine. Hier wird deine Frau zur Witwe. Verdammt. Schade. Ne. Wäre cool gewesen, wenn das jetzt geklappt hätte. Ich wollte mich jetzt hier rüber jumpen. Weil es mich so aussieht, das könnte man, aber ich glaube, das ist einfach nur Fels. Und wenn ich jetzt hier probiere, an der Wand hier hoch zu jumpen, das funktioniert leider nicht. Doch. Na, nee, reicht nicht. Ich habe mein Bestmöglichstes probiert. Oh, hier wird es schon noch einen Weg da hoch geben. Muss ich mal gucken. Ja, vielleicht findet sich da was. Ich meine, die Steine sind ja nicht umsonst da noch da. Würde mal das Moveset jetzt des Rapiers mal interessieren. Können wir mal ganz kurz ausrüsten. Nein, sogar mehr Rapier. Oh, oh. Ich bin jetzt nicht der Rapier-Typ. Hier ist noch eine. Da kommen wir auch nicht hin. Schade eigentlich. Gegner. Ich glaube, ich habe mir was gebracht. Ups. Also man merkt schon, hier zieht der Schwierigkeitsgrad enorm an. Ich will euch ja wenigstens noch ein bisschen die Höhle zeigen. Aber wir können auch nach dem Gegner können wir auch mal eine kleine Pause machen. Na, geht doch. Wenn nur noch so wenige von uns übrig sind, wer wird dann die nächste Invasion von Dämonen aufhalten? Tja. Es ist sinnlos, jetzt so weit vorauszuplanen. Ich muss Irene finden. So, okay. Damit beenden wir erstmal die Folge. Und dann geht's gleich weiter. Mach's gut. Tschüss.